So, wir sind es mal wieder von schnelldurchblicken.de und heute geht es um das Gedicht Weltende von Else Lasker-Schüler aus der Zeit des Expressionismus. Das Gedicht, wie gesagt, heißt Weltende. Wir gehen da gleich noch genauer drauf ein. Erstmal was Allgemeines zu dem Gedicht. Es stammt eben aus der Zeit des Expressionismus, also um den Ersten Weltkrieg herum, 1905, also doch durchaus schon fast 10 Jahre davor. Und zu erwarten ist ein mehr oder weniger extremer Ausdruck von Gefühlen, Expression, Ausdruck, festgemacht an Elementen der Außenwelt. Das heißt, die Autoren lassen in der Zeit ihr Inneres raus, indem sie auf manchmal recht krasse Art und Weise die Außenwelt beschreiben. Unser Ansatz ist die Konzentration auf Inhalt und Aussagen, durchaus auch auf sprachliche Mittel, werden wir auch etwas eingehen, aber nur soweit sie die Aussage unterstützen. Und wir gehen induktiv vor, das heißt schön Zeile für Zeile, das zeigen wir gleich, und bauen dabei so Verständnis auf, was man Hermeneutik nennt, so nach und nach gucken, wie das eigene Verständnis des Gedichtes immer besser wird und man sich auch immer sicherer ist, dass man auf dem richtigen Wege ist. Fangen wir mit dem Titel an. Weltende. Das müsste jetzt funktionieren hier. Ja, ziemlich klar. Es gibt das Ende der Welt, also die ultimative Katastrophe. Man nennt so etwas auch Apokalypse. Und zugleich ist es unbestimmt. Man weiß nicht genau, was dieses Weltende jetzt genau bedeutet. Nur das Ende der Menschheit. Oder das Ende der Erde, des Sonnensystems oder des ganzen Kosmos, das weiß man nicht. Schauen wir uns die ersten beiden Verse dann mal an. Es ist ein Weinen in der Welt, also eine allgemeine Trauer, als ob der liebe Gott gestorben wäre. Da fällt auf, liebe Gott, das ist so eine Vorstellung, die Kinder durchaus haben, der ist tot. Und damit jede Hoffnung und alles das, was man mit Gott verbindet, Schutzengel und so weiter, dass jemand da ist, der einen begleitet, der einem ein Ziel gibt und so weiter, das assoziiert man, das verbindet man jetzt mit dieser Formulierung. Aber es wird nicht näher darauf eingegangen, was das bedeutet. Dann Vers 3 und 4, da ist wichtig bleiern, schwer, Schatten, Grab und der bleierne Schatten, der niederfällt, lastet grabeschwer. Da kommen zwei Elemente jetzt rein. Einmal das Dunkle und das Schwere, das eben niederfällt. Da ist also etwas jetzt gekommen. Das ist dieses Weinen, hat also eine direkte Ursache. Ja, schauen wir uns jetzt mal die nächsten Zeilen an. Also zunächst mal stellen wir fest, ein erster Verständniseindruck, dieses Weltende ist eher ein, soll das natürlich hier heißen, ein inneres, gehen wir mal hier nochmal wieder drauf, ein inneres Weltende, eine Veränderung des Gefühls und vielleicht ein Verlust von Sicherheit und Sinn, wie kleine Kinder es durchaus noch haben, wenn sie an den lieben Gott denken. Dann die zweite Strophe, kommen, wir wollen uns näher verbergen, kommen. Es gibt ein Wir, näher verbergen, Wendung also an ein Du, vielleicht eine geliebte Person. Dann, das Leben liegt in aller Herzen, allerdings wie in Särgen. Zunächst also ein positiver Satzanfang. Man hofft, dass jetzt mit der Nähe hier auch etwas Schönes, Liebe vielleicht doch noch verbunden ist als Hilfe. Aber das Ganze ist eben ein Leben wie in Särgen, Rückkehr zum Thema Tod. Und es ist eben unklar, inwieweit Nähe hier Hilfe bringt. Und darum der zweite Verständniseindruck. Es gibt eben auch ein Du neben dem Weinen in der Welt. An das kann man sich wenden, aber die Belastung und das Dunkle, Särge, das bleiben erstmal. Es ist unklar, ob es hier gewissermaßen das Licht der Liebe gibt. Kommen wir zur letzten Strophe. Du, wir wollen uns tief küssen. Wieder du, komm, das passt zusammen hier. Tief küssen hängt mit näher natürlich zusammen. Also man kann sagen, es wendet sich wieder an das Du. Es gibt auch eine Steigerung vom Verbergen hier. Das ist mehr, das Küssen.
entsprechend. Und jetzt die Verse 9 und 10. Es pocht eine Sehnsucht an die Welt, an der wir sterben müssen. Sehnsucht, Welt, an die Welt. Aha, also von außen, an der wir sterben müssen. Hinweis also auf eine Sehnsucht im Hintergrund, die seltsamerweise sich an die Welt richtet, vielleicht ist damit aber auch gemeint, an die gesamte Welt und damit auch an die Menschen, die jetzt weinen. Erwartet wäre eher in uns, dass sie in uns ist die Sehnsucht, aber die kommt eben von außen. Am Ende dann wieder die Todesperspektive hier, an der wir sterben müssen. Unklar bleibt dabei, inwieweit diese Sehnsucht von außen innerlich und in der Beziehung den Tod bringen muss oder ob vielleicht die Liebe doch das Küssen daran etwas ändern kann. Dritter Verständniseindruck jetzt am Ende, Küssen tut offensichtlich gut, aber es ist halt unklar, inwieweit es gegen diese von außen kommende Sehnsucht hilft und dieses Weinen und den Verlust Gottes oder von Sinn und Hoffnung, was am Anfang geschildert wurde. Kommen wir zur Signalbündelung, die Textaussagen. Das Gedicht zeigt eine allgemeine Trauer, das war das Weinen hier oben, die mit dem Tod Gottes verbunden ist, der liebe Gott gestorben. Man vermutet, dass vielleicht Trost und Hilfe, Sinn damit gemeint sind. Zugleich eine große Belastung, Bleiern, grabeschwer. Und die äußert sich vor allem im Sinne einer großen Sehnsucht. Das wird hier am Ende deutlich, die zum Tod führt, vor allem einem inneren Tod entsprechend. Und das ist natürlich nicht die ganze Wahrheit. Was hier natürlich fehlt, ist jetzt natürlich, es gibt die Gegenwelt von du, ich, wir können uns, es gibt Nähe, wir können uns verbergen, wir können uns küssen, das hatten wir jetzt hier vergessen, das gehört natürlich auch noch dazu, sechstens hier. Aber es bleibt unklar, inwieweit die Nähe, das Verbergen und das Küssen, was wir hier aufgelistet haben, eben auch wirklich helfen. Und der Titel Weltende, der spricht dafür, dass es hier nur um eine gefühlsmäßige Erleichterung geht und nicht um eine Verhinderung des Todes. Kommen wir kurz noch zu den künstlerisch-sprachlichen Mitteln. Immer zur Unterstützung der Aussagen. Pars pro toto heißt ein Teil für das Ganze. Das Weinen hier am Anfang steht hier für eine allgemeine Trauer. Dann wird hier mit dem lieben Gott, ne, da ist so ein Spiel mit der kindlichen Vorstellung des lieben Gottes als Vergleich. Dann diese Verbindung von Schatten und Blei und Schwer und Grab gehört da wieder dazu und lastet. Dann dieser zweifache Such, komm, du, wir wollen, der zweifache Versuch einer rettenden oder zumindest helfenden Annäherung an das Du, dem steht jeweils etwas Negatives entgegen. Nehmen wir da jetzt mal eine dunkle Farbe. Das Leben liegt in aller Herzen wie in Särgen und hier es pocht eine Sehnsucht an die Welt. Das steht eben diesem leichten Ansatz von Grün, näher, verbergen, tief küssen. Dem steht das jeweils entgegen. Und es bleibt aber auch hier eine produktive Unklarheit am Schluss, wie wir es genannt haben. Hilft das nun? Kann es vielleicht das Weltende sogar hinauszögern oder gar verhindern? Und auch die Offenheit des Schlüsselbegriffs Sehnsucht. Was ist mit Sehnsucht gemeint? Darunter kann jeder sich etwas vorstellen. Ansatzweise erklärt wird es in dieser kindlichen Vorstellung eines lieben Gottes. Da merkt man schon, es geht nicht eine Sehnsucht nach Abenteuer, sondern eine Sehnsucht, einen Begleiter zu haben, das, was eine Religion leistet, einen Sinnhorizont den Menschen zu geben. Das wird also hier vermisst. Am Ende, wie immer, noch der kurze Hinweis darauf, dass die Dokumentation zu diesem Video und auch eventuell Aktualisierungen, Korrekturen von Fehlern, die wir vielleicht nachträglich entdeckt haben, dass man die auf der Internetseite www.schnell-durchblicken.de und dann /lernvideos/ eben finden kann. Man kann auch über Schnell Durchblicken Kontakt hier über diese Seite uns eine Mail schreiben, bitte die E-Mail-Adresse da genau angeben, sonst wird das nichts mit der Antwort. Und man kann unseren Kanal Schnell Durchblicken auch einfach abonnieren, denn es könnte ja sein, dass das nächste Video, was wir machen, besonders interessant ist und dann wird man darüber informiert. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn wir etwas helfen könnten
und wünschen viel Erfolg bei den eigenen Bemühungen.